Hi zusammen, hier ist Pavel. Heute gibt es ein neues Video und das Video ist heute zwar technischer Natur, aber ich werde euch ausnahmsweise keine neue Kamera, kein neues Objektiv, kein Bilderrahmen, kein Scanner, kein Mixer und kein Toaster vorstellen. Das Thema heute ist extrem wichtig für alle Fotografen und zwar, wie viel ISO verträgt meine Kamera? Bleibt dran! Diese Frage haben uns viele Leute gestellt, ob das Workshops sind oder auf YouTube oder bei Online-Workshops. Alle fragen, wie viel ISO darf man einstellen? Wenn man nach Herstellern geht, die Hersteller versprechen ISO-Zahlen, also die sind jenseits von Gut und Böse. Ich habe jetzt hier die Sony Alpha 7 III und ich gucke jetzt einfach mal, wie viel ISO sie einstellen kann, beziehungsweise wie viel ISO ich hier einstellen kann. Und ich sehe gerade die Zahlen, 204.800. Wenn ich ein Foto mit diesem ISO mache, gut, das geht natürlich physikalisch, sonst würde das die Kamera nicht zeigen. Das ist natürlich mega heftig, aber wenn ich tatsächlich dann die Fotos anschaue, dann stelle ich fest, diese Fotos sind nicht zu gebrauchen. Ja? Für was sind diese ISO-Zahlen überhaupt, weiß ich nicht. Also angenommen, wir fahren mit dem Auto bei der Nacht und haben einen Wildunfall und wollen Unfallort fotografieren mit der Kamera, weil die Scheinwerfer auf dem Auto ausgefallen sind, unser Handy ist verloren, die Kamera hat es überlebt, was für ein Wunder. Dann machen wir ein Foto mit diesem ISO-Wert und für Sachverständige wird das wahrscheinlich ausreichen, weil er sagt, okay, das ist der tote Hirsch, das ist kaputtes Auto, dann ist alles okay. Ja? Aber wenn wir um künstlerische Fotografie uns Gedanken machen, wenn wir darüber nachdenken, dass wir zum Beispiel Abendfotografie machen oder generell Fotografie ohne zusätzliche Lichtquellen, dann mit diesen Werten 204.800 kommen wir nicht weiter. Weil das Rauschen, das ist so unerträglich, dass wir einfach sagen, okay, also mit diesem Bild können wir nichts anfangen. Wir können natürlich im Photoshop oder in Lightroom Rauschen reduzieren, also ihr kennt diese Regler. Betrag, Radius, dann maskieren und so weiter. Ja, aber das hilft auch nicht weiter, weil das Bild wird dann matschig und dann sieht das aus wie mit einem Handy, wo gerade die ersten Digitalkameras überhaupt im Handy eingebaut wurden. Deshalb wird das nicht funktionieren. Generell zum ISO würde ich Folgendes sagen. Es gibt verschiedene Kameras. Es gibt APS-C-Kameras, es gibt Kompaktkameras, es gibt Kameras mit MFD-Sensor, es gibt Vollformatkameras und es gibt natürlich Mittelformatkameras. Je nachdem, wie viele Megapixel wir haben, können wir davon ausgehen, dass Rauschen besser oder schlechter wird. Die meisten von euch haben wahrscheinlich schon APS-C oder eine Vollformatkamera. Also hier zum Beispiel Sony Alpha 7 III. Das ist eine gute Vollformatkamera mit 24 Megapixeln. Und wir haben noch Alpha 7 R3 und Alpha 7 R4. Alpha 7 R3 hat 42 Megapixel, Alpha 7 R4 hat 61 Megapixel. Jetzt ist die Frage, welche Kamera rauscht am wenigsten? Diese. Diese hat das minimalste Rauschverhalten überhaupt und das liegt daran, dass sie auf diesem Vollformatsensor 24x36 mm nur in Anführungsstrichen 24 Millionen Pixel hat. 42 Megapixel, klar, also die Pixel sitzen dichter zusammen und das verursacht Rauschen. Wie das physikalisch abgeht, weiß ich nicht. Ich möchte euch jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber es ist so, je mehr Megapixel auf einer Fläche, umso schneller kommt es zum Rauschen. Ich habe auch selbst festgestellt, also diese Kamera, wir können bis 6400 ISO gehen. Gut, Rauschen ist da, aber es ist auf jeden Fall weniger als bei Alpha 7 Mark III, Alpha 7 R3, ja? Und bei Alpha 7 R4, ja? Weil die Anzahl der Megapixel auf diesem Vollformatsensor ist natürlich unterschiedlich. 24, 42, 61, das ist ein Riesenunterschied. Und klar, also wir begrenzen immer unsere ISO-Werte. Das empfehlen wir auch bei zum Beispiel unseren Stadtfotografie-Workshops, bei Lifestyle-Workshops, bei Workshops im Zoo. Ja? Und klar, also wir müssen irgendwo Grenzen setzen, dass ISO nicht unendlich in die Höhe geht.
weil bei meisten Kameras ist es so, bis ISO, ja, sagen wir mal 8000 irgendwie, funktioniert alles mehr oder weniger gut, ja, also mehr ist das schon zu wenig als gut, und wenn wir über 8000 gehen, dann sind Fotos im Prinzip nicht zu gebrauchen. Es gibt einige Fotografen, die sagen, okay, ich habe mit 25.000 ISO fotografiert, dann habe ich das Bild bearbeitet und das sieht gut aus. Die Frage ist nur, wie groß das Bild dann am Ende rausgekommen ist. Natürlich können wir auch mit 25.000 ISO fotografieren. Wenn wir ein Bild zum Beispiel für Instagram machen, dann ist das so ein kleines Bild. Also wenn wir zum Beispiel für Instagram oder für Facebook Bilder speichern, dann speichern wir sie mit der langen Kante 2048 Pixel. Dann wird das Ganze komprimiert und wir haben im Prinzip nicht so ein schlimmes Rauschverhalten. Also das heißt, wir können dann mit diesem Rauschen ein bisschen umgehen und Details werden nicht so dargestellt wie zum Beispiel bei einem Print. Aber versucht mal ein Foto zu machen mit 25.000 ISO und druckt das Bild zum Beispiel in DIN A3 oder DIN A2 aus. Aus der Entfernung von 2 Meter werdet ihr vielleicht nichts merken, aber wenn er näher kommt, dann kommt das Erwachen, das böse Erwachen. Dann werdet ihr sehen, dass das Bild rauscht. Ja, also praktische Seite. Wie machen wir das? Also um auf Nummer sicher zu gehen, bei APS-C-Kameras, zum Beispiel Alpha 6000er Reihe, reduzieren wir ISO oder begrenzen wir ISO auf maximal 3200. Wir haben natürlich auch schon mit höheren ISO-Werten fotografiert, wenn es nicht anders geht, zum Beispiel schlechtes Licht oder wir brauchen extrem kurze Verschlusszeit, zum Beispiel bei Tierfotografie, dann gehen wir ab und zu mal höher, aber dann müssen wir in Photoshop oder in Lightroom viel rumschrauben. Das muss nicht unbedingt sein. Also 3200 bei APS-C-Kameras ist absolut in Ordnung. Bei Vollformatkameras könnte ein bisschen höher gehen. Also wenn ich jetzt hier schaue, was ich machen kann. Gut, ich habe hier auch auf 3200 reduziert. Ja. Aber wir können gerne 4000, 5000, 6400 nehmen. Dann ist das okay. Schmerzgrenze 8000. Ja. Ja, und dann kommt natürlich die Frage, wie können wir ISO im Schach halten, wie es aussieht. Also was können wir mit diesem Rauschen überhaupt anfangen, dass die Fotos gerettet werden, dass die Fotos gut aussehen. Einige sagen, okay, um Gottes Willen, also bloß nicht an dem Betragregler rummachen, ja, weil das wird alles matschig und das sieht alles schlecht aus. Zum Teil stimmt das, aber wir haben die Erfahrung gemacht, also ich bin immer sehr vorsichtig mit dem Reglerbetrag. Und Micho hat ab und zu mal Reglerbetrag sogar auf 50 gesetzt. 50, ja. Und ich habe mir die Fotos angeguckt, die wir dann später auch auf Social Media gepostet haben. Die Ergebnisse waren super. Die Ergebnisse waren super, weil, wie gesagt, da kommt schon wieder der Faktor, dass wir die Bilder dann letztendlich verkleinern. Wenn wir diese Bilder ausdrucken, großformatig, das haben wir auch gemacht, und in Großformat drucken, sehen wir, ja, es gibt Rauschen. Es gibt Rauschen. Und deshalb, je größer wir das Bild planen auszugeben, umso mehr müssen wir auf Rauschen achten. Frage ist, wo sieht man das Rauschen? Das Rauschen sieht man meistens in den dunklen Flächen. Wenn man in eine dunkle Fläche schaut, bei ISO meinetwegen 5600 oder 6400, nee, 5000 oder 6400, ja, dann sieht man, okay, kriselt. Ja. Haben wir zum Beispiel ein Motiv mit vielen Strukturen, mit zum Beispiel ein, wenn wir ein Tier im Zoo fotografieren, ein Äffchen mit Fell, und wenn wir zum Beispiel irgendwelche Bäume fotografieren und so weiter, dann sieht man das nicht so sehr. Das heißt, wir können in dem Fall nachhelfen, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, die Flächen, die plan sind, also monochrom oder mit wenigen Strukturen, die können wir dann separat bearbeiten. Das funktioniert. Ja? Und macht euch keine großen Gedanken über das Rauschverhalten, wenn er sagt, okay, ich arbeite nur mit 3200, 4000, das ist alles kein Problem. Das ist kein Problem, weil dieses Rauschen könnt ihr wirklich minimieren und das wird ganz gut klappen. Ja? Ich werde euch jetzt ein paar Beispiele zeigen, wo wir mit hohen ISO-Werten was fotografiert haben. Und dann könnt ihr selbst feststellen, wenn wir den Betragregler weiter nach rechts bewegen, es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Also das heißt, wir können zum Beispiel global den Regler nach rechts bewegen und die Stellen, die wir vielleicht noch herausholen wollen, die können wir noch selektiv bearbeiten. Zum Beispiel, ihr nehmt Pinselwerkzeug in Photoshop oder in Lightroom
oder er nimmt Verlaufswerkzeug oder Radialfilter. Und in diesem Bereich könnte dann diese Rauschreduzierung nochmal quasi verbessern. Ja, also da geht er mit Betrag noch ein bisschen weiter. Reduziert vielleicht Klarheit, weil alle Werte wie zum Beispiel Klarheit, Struktur, Schärfe, die verursachen Rauschen, also die verstärken sogar Rauschen. Und das ist das Problem. Aber wenn ihr diese Werte bei selektiver Bearbeitung ein bisschen im Schach hält, dann wird alles okay sein. Also schaut euch diese Sachen an, die ich jetzt aufgenommen habe. Es wird jetzt alles quasi in Kamera RAW von Photoshop gezeigt. Und ihr werdet an ein paar Beispielen sehen, was Rauschen ist, wie Rauschen entsteht, bei welchen Werten und was man dagegen machen kann. Schau bitte, ich habe jetzt hier ein paar Bilder ausgesucht. Also man sieht hier, gut, das ist DNG, aber ich sehe 6000 x 4000. Miho konvertiert alles in DNG-Bilddatei, das ist die Alpha 7.3. So, das ist das Gleiche, das sieht man sogar, ILCE 7M3, also das ist Alpha 7.3. Das sind alle Bilder, die 3200 haben. Das ist Alpha 7C, auch 24 Megapixel. Das hier ist 7R4 und das ist 7R3. Das hier ist auch 7R4. Also alle diese Bilder, ich glaube, alle haben 3200 ISO. Ja, das sieht man hier unten. Okay, jetzt gucken wir mal, wie sich die Bilder verhalten, wenn ich ein Bild in Camera Raw von Photoshop öffne. Also hier sehen wir, okay, das Bild ist komplett dunkel und wenn ich das Bild jetzt stark vergrößere auf 600%, da sieht man das Rauschen. Gut, bei 600%, das ist jetzt kein richtiges Drama, aber wenn ich jetzt anfange, das Bild zu bearbeiten, und zwar mache ich jetzt erstmal hier etwas heller, weil das eine deutlich dunklere Aufnahme, als ich mir gewünscht habe, dann mache ich ein bisschen lichter heller, weiß heller, ein bisschen Kontrast, ein bisschen Struktur, ein bisschen Dynamik. So, dann werde ich das Bild nachschärfen, wie ich das immer bei Architekturfotografie mache. Machen wir mal 80, 0,8, Details 40 und ja, dann gucken wir uns das Ganze an, wie es aussieht. Wow, das ist ja ein Desaster. 600. Okay, machen wir es ein bisschen kleiner. 300. Trotzdem sieht man das Rauschen. Ja, und sogar bei 100%, man sieht deutlich Rauschen im Himmel. Also der erste Schritt, den ich machen würde, ich würde hier auf jeden Fall bei gedrückter Alt-Taste Maskierungsregler so weit nach rechts benutzen, bis die Fläche des Himmels fast schwarz ist. Das heißt, es wurden nur die Kanten nachgeschärft. Gut, das hat jetzt nicht viel gebracht, ja? Deshalb Rauschreduzierung machen wir ganz mutig auf 50. Und schaut mal, das sieht doch schon ziemlich cool aus. Ich mache das ein bisschen größer jetzt. Schaut, also 200% Vergrößerung. Wir dürfen nicht vergessen, das ist original, warte mal, ich gucke jetzt gerade, 24 Megapixel. Ja? Also wenn ich das jetzt groß ausdrücke, 2x3 Meter, dann wird man das sehen. Ja, das ist klar. Aber ansonsten für Social Media und für kleinere Ausdrucke kein Problem. Jetzt gucken wir uns das andere Bild. Also das ist jetzt das Bild von 7R4 oder 7R4, genau, Sony. Machen wir es auf. So, jetzt gucken wir uns das Bild bei der Vergrößerung an. Und ich sehe klar, schon bei 200% Vergrößerung sehe ich das Rauschen. Also das heißt, ich muss hier auch Rauschreduzierung starten, 50%, dann kann ich nachschärfen, trotzdem sehe ich ein bisschen. Aber wenn ich jetzt Maskierung benutze, bei der gedrückten Alt-Taste, dann kann ich das Ganze ein bisschen im Schach halten. Gut, das Bild ist jetzt nicht gerade gut geworden, scharf. Ich habe das einfach mal rausgegriffen aus dem Ordner nach den ISO-Werten und wir sehen, okay, also wir können Rauschreduzierung hier nutzen, trotzdem funktioniert das. Dann das nächste Bild, das hier mit dem Hahn. Ich gucke jetzt mal, ob das Bild scharf ist. Oh ja, mega scharf. Sehr gutes Bild. Ja, also hier, ich mache immer so eine kleine Korrektur, den Bildschirm einpassen. 42 Megapixel, das ist die Alpha 7.3, wie es aussieht. Ja, also, da wo Strukturen zu sehen sind, fällt das Rauschen gar nicht so auf. Ja? Aber hier auf dem Schnabel sieht man das schon. Deshalb auch hier Rauschreduzierung. Und ihr seht, das ist kein Drama, wenn wir Rauschreduzierung benutzen. Also die Schärfe ist trotzdem da und wenn wir nachschärfen, dann ist alles wunderbar. Ja, also das ist so viel zum Thema. Je größer die Auflösung, also auf dem Vollformatsensor zum Beispiel 42 Megapixel, 61 Megapixel, klar, es gibt mehr Rauschen. Aber es ist alles vertretbar und wie gesagt, bis 3200, 4000, 5000 könnt ihr gehen,
und es wird überhaupt kein Problem sein. So, jetzt habt ihr gesehen, so schlimm ist das doch nicht, oder? Auf jeden Fall fotografiert, geht mit ISO höher, 3200, 4000, 5000, es wird alles funktionieren. Wie gesagt, APS-C-Kameras weniger als Vollformat-Kameras, aber ansonsten habt ihr überhaupt kein Problem mit dem Rauschen. Und wenn man ein bisschen Rauschen sieht, daran ist noch niemand gestorben. Ja? Früher, ich habe zum Beispiel analog fotografiert und ich habe meine Bilder selbst entwickelt. Also erstmal Film entwickelt, dann habe ich so eine Dunkelkammer gehabt, wo ich die Fotoabzüge gemacht habe. Und das war sogar cool. Wenn man einen Film bekommen hat, gut, ich komme aus der Sowjetunion, aus der damaligen Sowjetunion, da gab es nur, da gab es so eine Firma Svema, ja. Und ich habe irgendwann mal von Orvo einen Film bekommen, das war ISO 1000. Das war so eine DDR-Firma, die auch Filme und Fotopapier hergestellt hat, ISO 1000. Das war so grobkörnig. Ich habe dann Fotos gemacht, Fotos den Freunden gezeigt und ich habe gesagt, du bist voll Profi, weil das sieht so grobkörnig aus. Das können nur die Profis machen. Und jetzt machen wir in die Hose, wenn wir ein bisschen Rauschen sehen. Ja, also so sieht das aus. Okay, ich hoffe, ich konnte einem oder anderen die Frage beantworten, wie viel ISO verträgt eure Kamera, wie viel ISO könnt ihr einstellen, damit das Rauschen einigermaßen in Grenzen bleibt. Und ja, dann probiert das einfach aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst bitte einen Like, abonniert unseren Channel, werdet Mitglied bei unserem Channel, weil wir für Mitglieder geben wir immer gewisse Extras. Zum Beispiel, wenn ich Kameratests mache, dann geben wir die Rohdaten zum Testen oder Videodateien zum Testen. Also das ist immer sehr interessant, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, ich stehe jetzt vor einer Entscheidung, diese Kamera oder dieses Objektiv zu kaufen und ich weiß nicht, wie die Dateien aussehen. Ich kann das nirgendwo ausprobieren. Händler hat zum Beispiel diese Kamera und dieses Objektiv nicht und möglicherweise gibt er euch diese Kamera nicht für eine Woche oder so. Da könnt ihr diese Dateien herunterladen und natürlich ausprobieren. Außerdem machen wir Bildreviews, wir machen extra Videos, wir machen Livestream. Auf jeden Fall, das sind Extras, die unsere Kanalmitglieder bekommen. Ansonsten gibt es natürlich auch viel bei uns im Shop, also viel Material zum Lernen über Fotografie, Bildbearbeitung in Photoshop, Bildbearbeitung in Lightroom, Presets, Aktionen. Es gibt Workshops online oder real im nächsten Jahr, wenn alles gut ist. Und ansonsten haben wir natürlich ein super tolles Buch, Moderne Architekturfotografie. Und kurz vor Adventszeit ist mein neues Buch erschienen, Die Schatzkammer. Das sind 20 Jahre Composings, also ich mache Composing schon seit über 20 Jahren und 20 Jahre Composing, der Rückblick. Also kann ich euch empfehlen, das alles anzuschauen. Also dann wünsche ich euch schöne Adventszeit. Seid brav, fotografiert gut, bearbeitet eure Bilder noch besser und vergesst nicht, Oma zu grüßen. Ciao.